bei der Gravel-WM in Löwen. 300 Profi-Starter nehmen gerade hier hinter mir ihre Position auf. Und wir waren in den Boxen und haben uns ihre Räder angeguckt. Mit dabei das Rad von Mathieu van der Poel, ein Pinarello Dogma X von Connor Swift, das Rad von Elie Isabeth und viele, viele mehr. Und auch ein paar Besucherräder haben wir eingefangen. Also schaut euch das Video an. Jede Menge spannende Gravel-Technik direkt von der Gravel-WM in Löwen. So, und ich habe noch mein Straßenrennrad bei der Gravel-WM gefunden. Und zwar bin ich hier bei Team Tour de Tatema. Und das ist ein niederländisches Team, Pro-Continental-Team. Und das ist das Rad von Landaloks. Und es ist ein Cannondale Super 6 Evo, also das ganz normale Straßen-Semi-Aero-Rennrad oder Allround-Aero-Rennrad, das auch das EF Education-Team fährt. Und er fährt hier 35 mm breite Reifen drin. Das heißt, das geht. Und die Reifen sind Pirelli Cinturato H für Hardpack, also für harten Untergrund, und sind auch wieder typische Semi-Slicks wie bei allen anderen, fast allen anderen Rennfahrern hier auch. Ja, interessant ist noch, dass Landaloks hier eine Dura-Ace 5236 Semi-Kompaktkurbel kombiniert mit einem Shimano GRX-Schaltwerk und dadurch ja, die große Kurbel fahren kann mit auch einer relativ großen Kassette hinten. Außerdem spannend finde ich noch das Cockpit, das ist aber allerdings das ganz normale Seriencockpit von Momo Design, wie es auch an den Teambikes von EF First dran ist. Und außerdem spannend ist natürlich die Lackierung, das ist eindeutig eine meiner Lieblingslackierungen hier in diesem Umfeld. Ja, und das ist das Rad von Landaloks. Auf dieses Rad bin ich aufmerksam geworden wegen der Sticker und neben mir steht der Besitzer. What's your name? Rasmus Hammer. Es ist Rasmus, and where are you from? I'm from Northern Denmark. Er ist aus Dänemark und er wird morgen das Rennen starten, hat er mir eben verraten. Can you tell us a few words about your bike? Yeah, it's a Factor Oilers, 7.5 kilos with SRAM axis, 12-speed. I have 48 tooth in the front and 1036 in the back. There's no climbing here. Also keine Berge hier, sagt er, deswegen hat er Single vorne. 48 Zähne und Force Axis und das Rad wiegt 7,5 Kilo und ist ein Factor LS, ja. Gravel Bike. Ja. Abgeleitet vom Kleiwals Bike. Ja. Und morgen geht's los auf die 10:15 mit 530 Competitors in a one start. So. Ja. Mit 500 anderen Männern morgen auf die Strecke, nicht mit den Profis, die Age Grouper. Ja. Wir haben Joe Laverick gefunden und er hat mir gerade eben erzählt, er hat schon mal Remco Evenepoel im Zeitfahren geschlagen, als er noch Junior war. That's right, you beat him when you were a junior racer? Yeah, correct. That's what everyone remembers me for, even all these years later. Ja, und morgen geht er an den Start und ich frage ihn jetzt mal nach seinem Fahrrad, denn das sieht ziemlich spektakulär aus. So habe ich ihn gefunden. Can you tell us something about your bike? Yeah, so it's a little bit different. Ribble Gravel SL, but with a lot of road features. Like big time trial chainring on the front, 3D printed custom CO2 mount, because obviously we'd have team cars in gravel, but I like to think of it, it's my gravel bike, but it's a road bike mix. Do you know the weight of the bike? No, I don't. Gravel bikes are always heavy. I'm gonna guess high sevens, but you got to remember we carry like saddlebags and even my mini pump on the side, so it's honestly, weight doesn't make a massive difference in gravel. It's more your equipment needs to last, so yeah. Also er kennt das Gewicht von seinem Rad nicht, das ist bei Gravelbikes immer höher, er glaubt irgendwas knapp unter 8 Kilo. Und vorne Single Chainring, how much tooth do you have on the Chainring? 50 tooth at the front and then a 10 at the back, so I'm running road gears. Ja, er fährt Straßenübersetzung, denn es ist auch fast ein Straßenkurs, hat er eben gesagt, und 50 Zähne an der Front. Und ja, das Rad ist auch ähnlich wie ein Straßenrad für ihn, mit einem ziemlich niedrigen Lenker. What's the width of the handlebar? Running 38, so again, more road bike stuff coming over. When I'm in the US, I go more mountain bikey gravel stuff, but this race is it's a road race. So yeah, very much my old fashioned setup. 38 mm breiter Lenker, also er hat jetzt nochmal gesagt, das Rennen ist wirklich fast wie ein Straßenrennen, deswegen fast auch sein Straßensetup. But the tires are not so like really road tires. No, the tires, every gravel race is a question, what tires do you use? I've gone for 40 mm and said they're my Panaracers, 40 mm, they're like a mixture of, they have
quite in a fast tread, but also just enough because I've heard it's muddy in the forests. But honestly, there's never a right answer for what tires to use in gravel racing. It's potluck, and you cross your fingers and hope for the best. Let's hope for the best. Yeah. Also er hat sich für Gravel-Reifen entschieden. Es wäre immer ein Spiel sozusagen mit den Bedingungen bei der Reifenentscheidung bei Gravel. Er hat sich für echte Gravel-Reifen entschieden und ja, er hofft für das Beste und wir wünschen ihm auch Glück. Success for tomorrow. Cheers. So, und gleich als nächste Favoritinnenrad, und zwar das Rad von Puk Pieterse von Alpecin de Koenig Team. Und sie fährt ein Canyon Grail CFR, wie wir es auch schon beim Canyon Team gestern gesehen haben, und in der Größe 2XS. Und ja, also sie fährt eine Dura-Ace-Kurbel mit 5034, also eine Kompaktübersetzung. Wirklich ein straßenorientiertes Setup hier auch bei ihr. Powermeter natürlich integriert, Vittoria Tirreno Zero-Reifen, 40 mm breit, auf den Felgen sind die noch ein bisschen breiter. Übrigens auch Straßenpedale an diesem Rad, wie wir es schon bei vielen Rädern hier gesehen haben. So, ich habe die nächste Teilnehmerin gefunden. What's your name, please? Vanessa Cooney. Vanessa Cooley, and you're starting in which race? I'm starting in the women's 50-plus race. I'm 70 years old. And are you from the US? Yes, I'm a US citizen, but I'm actually living in Germany right now, near Frankfurt. Also sie startet im Rennen der über 50-Jährigen. Sie ist selber über 70 Jahre alt und sie lebt in der Nähe von Frankfurt in Deutschland. Hat sie nicht einen ganz so weiten Weg. Und ich frage sie jetzt mal, wie sie sich qualifiziert hat. How did you qualify? I qualified in the German Nagao one and also in Poland. Ja, sie ist schon zwei Rennen gefahren, eins in Polen und eins in Deutschland. And what do you think of today? Is it going to be nice? It's going to be nice and it's going to be easy compared to my qualifiers. No mountain biking. What do you like about your bike? About my bike? Because it goes fast. Yeah. It says full gas everywhere. Do you know the weight? No, I don't know the weight. I just pedal. People ask me, what do I do for training? I said, I just ride my bike, that's all. Ich habe sie gefragt, was sie an ihrem Bike mag, und sie mag, dass es wirklich schnell ist, und sie weiß auch nicht das Gewicht. Es ist ihr leicht genug. Hauptsache schnell. Thank you for talking to us. You're welcome. Have a good day. Yeah, you too. Success. Thank you. So, neben mir habe ich endlich ein Straßenrad entdeckt. Das Rad von Tessa Nefjes, das Live Avail. Und das ist das Endurance-Rennrad von Giant. Und so wie es hier steht, sicherlich eins der leichtesten Räder, die hier so rumstehen. Nämlich 7,1 Kilo wiegt das nur, hat man mir gerade verraten. Dran sind Kadex Aerolaufräder mit Carbonspeichen. Hier noch mit so einem besonderen goldenen Deckel. Und sie fährt 40 mm Reifen. G1 RS, wie sehr viele hier fahren, auch mit diesem blauen Streifen dran. Und vorne hat sie sich so einen Aufkleber drauf gemacht, wo die Feed Zones und die Tech Zones vermerkt sind. Das Cockpit ist so ein bisschen auch angewinkelt wie bei anderen Fahrern, aber hier separater Vorbau und separater Lenker für mehr Flexibilität. Und hinten gibt es nochmal ein Red-Schaltwerk mit diesen besonders großen Schaltröllchen, die angeblich das Rad noch ein bisschen effizienter machen sollen. Also sehr spannendes Rad hier bei Tessa Nefjes. Ja, und Tessa fährt sich gerade hier neben ihrem Rad warm auf dem Aero-Rennrad von Giant. Und es ist alles in Lila richtig schön abgestimmt, finde ich. Und sie muss sich ungefähr 20 Minuten warm fahren, habe ich gerade erfahren. Und sie fährt hier einen Druck von 1,6 Bar nur und 1,6 Bar hinten. Also 1,6 Bar vorne, 1,65 Bar hinten. Und das ist wirklich wenig, aber ich habe auch gehört, dass der Kurs gerade am Anfang sehr schlaglochlastig ist und dass deswegen es um richtig Komfort geht. So, jetzt haben wir hier das Specialized Crux von Femke Markus aus dem SD-Works-Team und auch ein paar spannende Details dran. Sie fährt auch ein Single-Kettenblatt vorne mit 48 Zähnen, hinten auf eine X-Block-Kassette übersetzt mit 1044 Zähnen, also auch eine sehr dicke Übersetzung. Specialized Pathfinder S-Works-Reifen, also mit so einem Semi-Slick-Profil und ja, sehr schickes Rad auch in einer seriennahen Lackierung. Und auch natürlich die Kartusche ans Sitzrohr getaped.
So, und jetzt habe ich hier ein sehr schönes Rad von Samuel Niankuru von Team Armani. Und er fährt ein Factor Ostro Gravel. Aero Gravel Bike, wie man unschwer erkennen kann an diesen flachen Rohrformen und diesen Tropfenprofilen. Natürlich ein Carbonrahmen. Und er fährt auch verschiedene Reifenprofile. Vorne auch ein Stollenreifen. Vittoria Mescal, fast schon MTB-Profil. Und hinten auch ein Vittoria Tereno. Also eher ein Semi-Slick. Also, und er fährt vorne ein 46er Single-Kettenblatt und hinten eine richtig große Kassette, also eine typische Mountainbike-Kassette. Der hat so einen Eagle Drive. Ich denke mal, das ist das Rad, was vom Team Armani bei allen Rennen gefahren wird. Und da sind eben auch Rennen dabei, wo es richtig steile Anstiege gibt. Hier haben die anderen eine relativ roadlastige Übersetzung, aber er wird sicherlich auch damit zurechtkommen. Ja, Pedale an diesem Rad sind Mountainbike-Pedale von Crank Brothers und dann ist noch ein Physik 3D-Drucksattel oben. Das Männerrennen der Gravel-WM 2024 steht vor der Tür und vor mir steht das Rad von Eddy Izzavit, der hier an den Start gehen wird. Er ist einer der erfolgreichsten belgischen Zyklocross-Fahrer und ihr seht, sein Rad ist kleiner. Er fährt ein Ridley Griffin, das ist das Allroad-Bike von Ridley, also kein richtiges Gravel-Bike, sondern eher so ein Rennrad-Gravel-Bike-Mischling. Und er hat hier montiert Vittoria Tereno-Reifen in 37 mm und auch ansonsten, ähnlich wie Marianne Voss im Frauenrennen, eher ein crosslastiges Setup gewählt. Das bedeutet zum Beispiel, er fährt eine Zweifachkurbelgarnitur, Dura Ace natürlich, 50-34er Übersetzung, anders als im Cross, ein größeres Kettenblatt. Ich habe den Lenker ausgemessen, 35 mm ist er nur breit an den Hoods. Und Laufräder kommen von DT Swiss zum Einsatz, ERC-Klasse, also auch Endurance-Laufräder. Ja, und das Rad wiegt laut Mechaniker ungefähr 7,5 Kilo. Jetzt vor mir das Rad von Connor Swift, geht mir fast bis zur Hüfte. Connor selbst ist aber nur 6 cm größer als ich, 1,86 m habe ich gerade erfahren, aber ein richtig großer Rahmen. Das Pinarello Dogma X, schon eine Weile auf dem Markt, aber sehr spannende typische Ineos-Lackierung und sehr spannende Details am Hinterbau mit diesen verkreuzten Streben. So eine Art Allroad-Rennrad von Pinarello. Ja, und Connor fährt Dura-Ace C50-Felgen mit Continental Terra Speed-Reifen in 40 mm, also 40 mm hier anscheinend in Löwen die Reifenbreite, die die meisten fahren. Und der Druck liegt so bei 40 PSI. Wie viel Bar das sind, blenden wir euch ein. Und ja, auch ein sehr schmales Cockpit. Zusatztaster auch montiert zu den Dura-Ace-Shiftern. Und 54-40er Übersetzung für die Straße. Also auch ein großes Blatt und noch ein kleines Blatt vorne dabei. Ja, und das Rad ist schon wieder in Beschlag genommen und Connor fährt offensichtlich mit Kettenwachs, habe ich noch gesehen. Das ist vielleicht noch ein interessantes Detail. Ich mal ohne Rad, denn das liegt daran, dass das Rad von Mathieu van der Poel, was wir eben fotografiert und gefilmt haben, und die Bilder gibt es jetzt, während ich rede, dass das schon weg ist, weil es so stark umlagert war. Ein paar Fakten zum Rad. Es ist ein Canyon Grail CFR. Es wurde viel spekuliert, ob Mathieu van der Poel wieder mit einem Straßenrennrad an den Start geht, wie er es schon mal bei den Gravel WMs gemacht hat. Und das ist diesmal nicht der Fall. Er fährt das Canyon Grail in einer richtig schönen perlmuttschimmernden Lackierung mit so, ja, das changiert zwischen Weiß und Regenbogenfarben. Das ist wirklich atemberaubend, wie das so die Farben wechselt, während man die Blickrichtung wechselt. Ja, und das Rad selber mit Vittoria Tereno Zero Reifen ausgestattet in 40 mm und er fährt, hat mir sein Mechaniker gesagt, so einen Druck um 2,5 Bar. Ansonsten die übliche Van der Poel Ausstattung, wie sie das Team fährt, eben mit Dura-Ace Laufrädern, mit rund 50 mm hohen Carbonfelgen, den Vittoria Reifen, dem Canyon Cockpit und der SP55 Sattelstütze. Also wirklich keine besonderen Sachen dran, außer eben noch den besonderen Mathieu van der Poel Sattel. Außerdem hat sich van der Poel auch für eine Straßenübersetzung entschieden. 52-36er Kurbel an seinem Rad und zweifach natürlich. Und natürlich Dura-Ace. Alle warten auf die Ankunft von Mathieu van der Poel auf der Schlussrunde, der im Moment führt. Unser Video ist an dieser Stelle zu Ende und ich hoffe, unser Einblick in die Welt des Gravelbikens aus Löwen hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen da, abonniert unseren Kanal und schaut euch auch den Artikel auf Rennradnews an. Dort gibt es noch mehr Bikes als hier im Video, in Fotos, in der Vorstellung. Und wir schauen uns jetzt nochmal gleich die Zielankunft an. Bis zum nächsten Mal.